Ich bin Nikolai Flöth, 56 Jahre und hauptsächlich Lebenskünstler. Ich bin gebürtiger Freiburger und bin dann mit 23 Jahren, 1990, nach Amerika, Los Angeles, wo ich fast 10 Jahre gelebt habe. Und zu der Zeit wurde ich auch diagnostiziert mit Multiple Sklerose, was mitunter ein Grund war, nach Deutschland hier, Freiburg, in meine alte Heimat zurückzuziehen. Richtig gut. Ja? Hat es euch gefallen? Ja. Das freut mich. Wie sich mein Leben verändert hat seit meiner Diagnose, darüber habe ich ein Buch geschrieben. Und ich kann mich ziemlich genau an den Moment erinnern, wo ich die Diagnose mitgeteilt bekommen habe. Die hatte sich damals durch eine Gefühlslosigkeit in den Beinen bemerkbar gemacht. Und ich dachte zunächst, dass ich mir da vielleicht einen Nerv im Rücken eingeklemmt hatte oder so, weil ich zu der Zeit sehr viel trainiert habe. Und bin daraufhin zu einem Orthopäden und der hat einen Kernspin gemacht. Und als er das Ergebnis vorliegen hatte, sagt er, ja, ist ziemlich eindeutig, Multiple Sklerose. Ich wusste schon, dass Multiple Sklerose in Verbindung mit Rollstuhl steht, aber das war alles für mich so weit weg, weil es ging mir an und für sich gut und habe mich überhaupt nicht im Rollstuhl gesehen. Jemand, der mit dem Motorrad verunglückt und querschnittsgelähmt ist, der sitzt von heute auf morgen im Rollstuhl. Und das war bei mir nicht so. Bei mir war es eine schleichende Entwicklung. Und bei mir haben sich einfach die Gehdistanzen immer mehr reduziert. Und dann hat es nicht mehr allzu lange gedauert, bis ich dann mich mit dem Rollstuhl aus dem Haus bewegt habe. Und es zu seiner Zeit aber nur ein paar hundert Meter bis vor die Haustüre geschafft habe. Weil ich wusste überhaupt nicht, wie ich mit der Situation umgehen konnte. Und dann ging es aber Gott sei Dank relativ schnell, dass ich mich daran gewohnt habe. Und mich dann eben in den Rollstuhl zu setzen, nicht mehr zu laufen, sondern in den Rollstuhl zu fahren. Diagnostiziert wurde ich mit 26 und heute bin ich 56, also seit 30 Jahren habe ich mit der Krankheit zu tun. Das Buch, das ich geschrieben habe, das umfasst eben diesen 30 Jahre Zeitraum, um die ganze Entwicklung, was ich daraus mache, wie ich damit umgehe und dann eben das Beste daraus zu machen. Und das ist auch das, was ich mit dem Buch transportieren möchte, dass ich sage, ich mache das Beste aus meiner Situation. Ich freue mich darauf, am 8. Mai mein Buch Roadtrip zum Ich präsentieren zu können. Es findet in der Theaterbar Freiburg um 19 Uhr statt. Es werden auch prominente Überraschungsgäste da sein. Es wird eine sehr außergewöhnliche Veranstaltung. Es ist offen für alle. Ich freue mich über jeden, der kommt. Roadtrip zum Ich, mein Buch, meine Biografie, mein Lebenswerk.